Moin! Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Vierfach Map 2.0 ohne Gräben. Wir sind immer noch fleißig dabei, Silageballen zu pressen und zu sammeln. Und wir machen jetzt die Lager nicht weiter voll, weil ich glaube, ich habe mehr Silageballen, als ich brauchen werde in den nächsten Monaten. Und wenn dem nicht so ist, dann kann ich immer noch wieder frische machen. Weil das läuft ja dann doch relativ, also das Pressen, da habe ich ja nicht viel mit zu tun. Ich muss mich ja nur ein bisschen ums Sammeln kümmern. Also ums Sammeln selber eigentlich auch nicht, aber ums Abfahren. So, das geht jetzt aber auch schneller, weil... Also das Feld hier oben ist auch bald fertig, ne? Und dann machen wir Grasballen. Auf welchem Feld wir Grasballen machen, weiß ich noch nicht. Gucke ich gleich mal. Aber das, was wir jetzt hier oben noch pressen, anballen, das wird verkauft direkt. Das haue ich direkt in die BGA. Wenn ich da 4 Ladungen habe. Oh. Sind es 1 Million. Immerhin. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Jo, 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 jo. Das war knapp. Naja, wird schon merklich weniger. Es sind schon mal nur noch 226.000. Also was heißt nur noch? Ne? Das ist immer noch ein Haufen Kohle. Gar keine Frage. Und wir wissen, was wir hier für ein Kapital im Lager liegen haben. Was ja auch recht cool ist. So. Auf dem Weg, um uns wieder hinter dem Big M zu setzen. Ja, eigentlich können wir ja eigentlich die ganze Zeit hier Silageballen pressen lassen. Aber die kannst du ja auch immer verkaufen. Schadet ja nicht, dann haben wir die Felder voll mit Silageballen liegen. Und ich ja gar nicht. Was ist jetzt mit ihm los? Ach, der hat jetzt keinen Sprit mehr. Das ist natürlich doof. Natürlich ganz doof. Ganz, ganz doof. Das ist natürlich ganz, ganz, ganz doof.
werde jetzt mal gucken, wie ich denn jetzt hier am dümmsten mit dem hier die BGA hier befülle. Könnte man doch auch in der Höhe verstellen. So war es, genau. Nee, das will ich jetzt eigentlich nicht machen. Also hier ist das nicht so schön zu verkaufen. Ich glaube, hier bringe ich die anderen, bringe ich dann doch lieber. Doch lieber rüber. Den können wir da liegen lassen, das macht nichts. Ja, der muss aufgetankt werden. Der ist natürlich absolut null Sprit, ne? Ne, hat nicht null Sprit. Am Fahrer entlassen. Einmal voll tanken, der sagte ja schon die ganze Zeit, dass ich ihn tanken soll. Entschuldigt mal bitte eben. Das war jetzt mal nötig. Wobei hier natürlich ein Ball geht mit fast so viel. Also 5000. Der Preis ist schon gut, wie man hier kriegt. Es ist bloß blöde dahin zu fahren. Aber nützt ja nichts. 700 Liter getankt, fast. Jetzt kann es weitergehen. Ab aufs Feld. Gasfeld 12 können wir dann noch machen. Und hier unten Gasfeld 15. Ups.
8000 pro Mann. Oh. Sollten wir uns in der Tat überlegen. Erstmal gucken, was der macht. Ja, läuft. Ja. Achso, ich wollte gucken, wie viel Gülle ich habe. 20.000 an den Schweinen. Das ist gut. Das ist. Bringen wir jetzt mal Milch weg. Milch habe ich denn? Oh, 200.000 Liter nur. Nur. Also plus die 100.000, die hier drin sind. Aber die könnte ich ja eigentlich verkaufen. 200.000 Liter gleich. Machen wir auch. Bisschen Geld verdienen noch. Ah, jetzt gibt's schon weniger für Silageballen. War jetzt nicht erst zur Molkerei, sondern erst da unten hin. Weil ich bei der Molkerei gleich den Milchverkauf habe. Da kann ich dann den Rest verticken. Wenn ich nicht mit einer Restmenge wiederkommen muss. Schauen, was wir hier loswerden. Milch. Das war's. Nicht mal 50.000. Jetzt gehen die Preise, geht der Preis wieder hoch. Da hat er auch gerade einfach keine volle Schaufel. Kann natürlich auch sein. Oder keine volle Gabel. Das ist ja keine Schaufel mehr, die wir da haben. Wir fahren jetzt zur Molkerei, bringen da den Rest hin. Und den Rest verkaufen wir dann an Milch. Hat ja keinen Sinn. Bei den vielen Kühen ist er auch schnell wieder nachproduziert. Ja, Leute, das war's für heute jetzt schon wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ihr wisst, jeder Kommentar, jeder Like, jedes Abo unterstützt mich und freue ich mich auch sehr drüber natürlich. Und heute kein Livestream, morgen auch nicht. Diese Woche kein Livestream. Keine Zeit, leider. Ich muss hier drüben hin. Hier ist ja nämlich die Milchannahme. Und gucken, wie viel wir hier loswerden. Ja. Morgen gibt es dann auch, also wie gewohnt, zwei Ausgaben und zwischendurch um 12 gibt es dann Let's Fly X-Plane 11. Oh, alles losgeworden, super. Tja, in diesem Sinne sage ich danke, verabschiede mich bei euch.